Nö, aber du. Einfach dich nicht daran. Uha. Einer weniger. Ich werde dich ruhen. So, das hätten wir. Nur mal was rauswerfen. Revelio. Nicht eine neue Kiste. Natürlich.
Mit Incendio sollte ich das anzünden können. Ganz genau. Da kommt der Fahrstuhl. Ich hoffe, ich erreiche Renrock vor Lord Gok. Wir werden sehen. Revelio! Das war ein cooler Übergang. Die Welt der Zauberei wird. Ich kann das beenden. Ich muss den Bohrer zerstören und Renrocks Anhänger aufhalten. Wie können wir Renrock jetzt besiegen? Wenn er schon hier ist. Das war ein Troll. Ey, Troll. Troll mich nicht. Du kannst es. Wie sogar ist das? Wo ist der Troll? Oder so. Weniger. So, hier muss ich hoch oder nicht? Das alle sollen zusammenbrechen, um das Bohren zu zerstören. Ach, zwei habe ich schon aus Versehen. Ich muss den Bohrer irgendwie stoppen. Und Bombarder. Du. Das ist ungünstig.
Aber egal. Wir bauen noch einen. Ich habe den da draußen gefunden. Lord Gog. Oh je. Willst du dich entschuldigen, Kleiner? Ich will es beenden. Was hast du mir mitgebracht? Was ist? Das kann nicht sein. Die ganze Zeit wusstest du. Wusstest du, wo es war? Was hast du getan, Doktor? Geht es dir gut? Ich werde dich nie verstehen, Lord Gog. So naiv. Die Hexe hielt dich nicht für ebenbürtig. Sie, wie alle anderen ihrer Art, hat dich doch nur benutzt. Das stimmt nicht, Renrock. Die Jüngeren sind besonders tückisch. Man lehrt sie, ihre Verachtung zu verstecken, um uns auszunutzen. Unfassbar, dass unsere Vorfahren sich jemals vertrauten. Die ganze Zeit suchte ich überall das letzte Behältnis. Ich suchte vergeblich nach Blackmores letztem Buch. Verschwendete meine Zeit, Kind. Und mein Bruder wusste die ganze Zeit Bescheid. Bruder? Aber ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche euch alle nicht. Ich wollte es dir bringen. Machen wir jetzt den Bosskampf oder was haben wir hier? Jetzt ins Finale geraten oder was? Lässt dein Blut, lass mal im Blutblut zurück oder was? Was zum Henker? Wir können doch nicht. Vom eigenen Bruder ermordet. Deshalb hat er so sehr versucht, ihn aufzuhalten. Als ob der einfach tot ist. Verlasse die Mine. Wir können nicht zurück und den irgendwie. Wie feige war das denn? Einfach abhauen. Wir sind doch stark genug. Und jetzt raus aus diesem verfluchten Ort. Ne, das ist ja scheiße. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss mich mit Feg in der Kartenkammer treffen. Er und die Hüter müssen erfahren, dass Renrock das Tagebuch hat und weiß, wo das letzte Behältnis ist. Die Küstenmine. Oh je. Armer Lord Gog. Ich habe ihn wirklich nicht zurücklassen wollen. Aber das Spiel hat mich nicht anders gelassen. Zur Kartenkammer sollen wir jetzt also. Da bin ich ja gespannt. Auftragskarte. Schauen wir mal hier rein. Okay, die Prüfung machen wir dann im nächsten Stream. Jetzt machen wir die Beziehungsquest. Jetzt sind Tower und der Stein. Ganz genau so. Aber müssten wir nicht ungefähr in der Nähe von dem Riesending sein. Dann sollten wir vielleicht noch mal eine Flugstunde einlegen. War das nicht irgendwo? Küstenmine? Oder war das hier hinten?
war das? Ich glaube, das war ein bisschen weiter. Ja, das war am Arsch der Welt. Dann gehen wir mal lieber hier weiter. Ansonsten haben wir hier noch ein. Hier haben wir noch ein paar Aufträge. Hier zum Beispiel ist einer, hier ist auch einer. Hier sehen wir auch welche auf der Karte. Ich denke, hier sind auf jeden Fall. Die Quest sollten wir uns abholen in Irondale. Machen wir das. Hallo, wie schön Sie zu sehen. So, ich sehe hier eine Sidequest. Die sollten wir uns vielleicht abholen. Können wir auch irgendwann mal erfüllen. Spiel ist schon wieder am Rumbacken. Liebes. Na komm. Verzeihung, Sie wollen den Narren sehen. Was? Das ist Paul Rick Haggerty, beraubt von der eigenen Schwester. Na, sie hat fast jeden ausgeraubt. Also, wer ist der Narr? Ich bin nicht sicher, wovon Sie sprechen. Dann wissen Sie wohl als Einzige nicht, dass Catherine mit dem Dieb Victor Rookwood und seiner Bande durchgebracht. Einfach abgehauen. Jetzt backen schon die Zwischensequenzen. Ich hätte gedacht, dass sie mich mal beklaut. Und, das ist doch nicht wahr. Aber sie war es eindeutig. Für den Diebstahl eines Familienerbstücks soll sie nach Azkaban kommen, Schwester oder nicht. Was für ein Familienerbstück wurde Ihnen gestohlen? Eine Halskette. Sie gehörte der ersten der Haggerty-Frauen. Sie ist hunderte von Jahren alt. So viel Geschichte. Sie wird sie verpfänden. Warum sollte Catherine das Dorf ausrauben? Sie hatte es doch schon verlassen. Sehe ich wie ein Verbrecher aus? Woher soll ich das wissen? Sie hat diesen Ort immer verabscheut. Hat es gehasst, hier aufzuwachsen. Vielleicht wollte sie uns demütigen. Sind Sie sicher, dass es Catherine war? Es hätte jeder sein können. Dank dieses Rookwood-Lumpen überrennen uns die Kriminellen. Ich wollte glauben, dass es irgendeiner von Ihnen war. Nur nicht Catherine. Aber nur sie konnte wissen, wo das Erbstück versteckt war. Und sie wusste genau, welche Häuser sie ausrauben musste. Vielleicht können wir irgendwie helfen. Ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Sie? Unser Eins kann da nichts ausrichten. Das ist eine Aufgabe für Officer Singer oder eine ähnliche Instanz. Außerdem schlägt meine Schwester diese feige Diebin nur nachts zu. Da müssen Sie längst im Bett sein. Zum Glück ist es nachts. Was verkaufen Sie hier? Es ist dunkel. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen. Federn des Dilkos, Federn des Fuppers, Horn eines Gas-Webhorns, Federn des Hippogreifs, Jobberknoll, Kniesefell. Es ist ja irgendwie ein bisschen unnütz, weil die Tiere selbst fangen können. Eines des Trals. Okay, ein Einhorn haben wir jetzt. Kröten haben wir auch, das Draht haben wir auch, Knüppel haben wir, Phönix haben wir jetzt auch. Nüffel haben wir jetzt auch, können wir selbst kriegen, Mondgreif haben wir auch schon. Kniesel haben wir noch nicht, Rücknöll haben wir, Dreadcrawl haben wir glaube ich auch. Und es fehlt generell nur noch das Grabhorn, der Fupa und das Kniesel, also. Ausrüstung aufwerten. Ausrüstung aufwerten. Ich werde mal. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Und kaufen. Jetzt bin ich wieder blank.
Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Wir müssen uns die Tierchen noch fangen, denn... Ein Haufen Gold. Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Okay, machen wir die Quest mal eben. Das wird ja wohl nicht schwer sein. Revelio. Folgen wir einfach der Gate-Spur und finden einen Niffler. Ist sie durchs Wasser. Folge der Spur aus Münzen. Das ist immer eine Münze oder zwei. Wenn es nicht der Weg zu einer Quest ist. Ich muss in der Nähe sein. Und dies ist nicht der Weg zu einer Quest wäre. Sebastian habe ich versprochen, dass ich da sein würde, wenn sie sich mit ihm in der Katakombe trifft. Aber jetzt bittet er sie, sofort mitzukommen, und zwar allein. Sie sagt, er klinge nicht wie er selbst. Wir treffen uns in der Katakombe, sobald es möglich ist. Ich hoffe, mein Federkiel hat meine Botschaft klar ausgedrückt. Nur mal schauen. Eigentlich ist es eher eine Sache für einen Stream, aber... Ich hab dich nur mit einem Troll verwechselt! In den Untergang geführt. Aha, wo geht's weiter mit den Münzen? Oh, welch angenehme Überraschung. Naja. Ich mache was irgendwann mal später, wenn wir es wirklich mit der Hauptstory durch sind. Vielleicht machen wir dann mal die ganzen Manitz-Prüfungen und so. Scheint bloß momentan nicht wirklich was zu bringen, deswegen lasse ich das erstmal außen vor. Aha. Hier geht's lang. Hier und hier. Sieht fast so aus, als hätte jemand im Stuhl gelegt. Das würde eine Falle bedeuten. Und da geht die Spurzmünzen weiter. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse.
Ach Blödsinn. Ich hab schon jetzt anderes überstanden. Tja, hier. Hier. Rebellio. Wie lange müssen wir hier noch den Spuren folgen? Sind wir bald da? Kann ich nicht schon wieder verlaufen? Ach, hier geht's hoch. Münzchen sammeln. Da ist ein Münzchen. Ein Kobold-Quartier. Das war wenig beeindruckend. Du zerstörst keinen Bohrer mehr. Das werden wir sehen. Darauf passiert uns nicht nochmal. Denkt an euer Versprechen. Das ist die Schülerin mit der seltsamen Magie. Auf dem Berg. Was ist da los? Wir zeigen auch ein. Na komm. Ist doch lächerlich. Du hast doch auch freigelassen. Ortega. Gewöhn dich nicht daran. Du wirst Renrocks Anhänger nicht aufhalten können. Dafür wirst du bezahlen. So, da ist der Weg wieder frei. Oder auch nicht. Okay, wir müssen mal ein bisschen aufräumen. Das sind Winter. Wo ist die Geldmünze? Ja, die Geldspur, die Münzenspur. Haben wir die hier verloren oder was? Heute kommt 3. Aha. Eine rote Rebellio. Pfeile, aber ich glaube, die habe ich eigentlich schon alle besiegt. Oha, eine Kiste rein.
Ach, da hoch geht's. Hätte ich gar nicht reingemusst. So. Ein Niffler? Es war doch nicht Catherine Haggerty. Ein Niffler, was du nicht sagst. Wer hätte das nur vermutet? Revelio. Wer hätte das gedacht? Okay. Ach, hier die Truhe. Oder was? Und was machen wir nun hier? Komm da rein. Da müsste ich irgendwo mal lauern. Hä? Wir sind hier jetzt ganz woanders. Wie soll man hier den Dieb finden? Ich halt mal ein bisschen Ausschau. Revelio. Ich sehe nicht. Aha. Da sind Münzen. Hier. Das muss das Erbstück der Haggertys sein. Revelio. Tja. Irgendwelche Hinweise. Revelio. Verirr mich viel zu oft. Ah, Niffler. Na komm du her. Kein Grund zur Aufregung, ich tue dir nichts. Also die Bewohner von Irondale vielleicht. Hä? Haben wir schon wieder verloren. Diese Niffler. Sieht ziemlich dunkel aus, aber das hat mich noch nie aufgehalten. Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht. What? Warte, Anne, bitte.
Muss man jetzt hier reingehen? Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen. Ich habe gerade einen anderen ein altes Relikt nicht heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Excuse me, gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Dann halt eine andere Quest und den Cliffhanger dann wann anders?